Wir sind hier in Sigis Klause. Sigi, du hast hier einen doppelten Grund heute zu feiern, sag mal. Ja, wir feiern hier heute 20 Jahre Sigi Klause, bin seit 20 Jahren hier. Und nebenbei gucken wir noch ein bisschen Europameisterschaft und würden uns freuen, wenn Deutschland gewinnt. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Was glaubst du denn, wie wird das Spiel enden? 2-0 schätze ich mal. Und hoffe auch, dass wir unter die letzten vier kommen, vielleicht sogar Europameister werden. Okay, da werden wir uns wiedersehen und ich gehe mal davon aus, dass das heute kräftig gefeiert wird. Wir sind mitten dabei. Da, wo das Leben noch lebenswert ist. Und bei mir hat keiner Kredit. Alle Kredit. Hier hat man Unterhaltung. Vielleicht Spaß. Jeder versteht sich mit jedem. Und das ist die Hauptsache, was das in anderen Kneipen so oder Lokalen nicht so gibt. Deswegen hast du auch bei dem Song von Peter Alexander besonders laut mitgesungen, von der Kneipe in unserer Ecke, so in unserer Straße. Das erste Spiel, der erste Sieg gegen Portugal. Hameln ist aus dem Häuschen und natürlich vor allen Dingen die Deisterstraße. Hier ist eine tolle Stimmung. Ja, verdient. Ganz klar verdient. Was denn sonst? Aber wie viel hätte es sonst ausgehen sollen? 5-0. 5-0? Ja, selbstverständlich. Okay, ich hab... Deutschland ist nicht nur Top-Favorit, Deutschland ist der Favorit. Okay, dein Wort in Gottes Ohr? Ja. Nicht nur in Gottes Ohr. Der Fußball schießt das Tor. Nicht Gott, sondern der Fußball. Und seit wann bist du auf den Beinen hier? Seit heute Mittag um 3. Dafür hast du dich aber gut gehalten. Ja, ich trinke ja keinen Alkohol. Ja. Ich bin ja seit 2 Wochen nüchtern. Womit feierst du sonst? Hier mit der Ukulele. Okay, dann blas mal rein. Freust du dich auch? Hä? Ja. Und woher kommst du? Aus Kurdistan. Hier sind meine Girlies. Ja, also man sieht, hier ist tolle Stimmung hier in Hameln an der Deisterstraße. Und ich glaube, es wird noch ein sehr langer Abend werden. Hameln ist aus dem Häuschen und die ganze Deisterstraße hat hier angefangen zu feiern. Es ist ein multikulturelles Fest. Jeder freut sich und so soll es eigentlich auch sein. Super! Super! Super!
Ihr kommt aus Hameln, ja? Ja, wir kommen aus Hameln und finden den Sieg super. Ja, und seit wann seid ihr schon auf den Beinen? Oh, seit heute Morgen. Seit heute Morgen? Ja. Da habt ihr euch aber gut gehalten. Ja. Okay, und was glaubt ihr, wer wird Europameister? Ah, wir hoffen die Deutschen, aber sicher können wir es nicht sagen. Okay. Es ist eine wunderbare Sache, was meinst du? Es ist wirklich wunderbar. Erscheint das irgendwo hier? Das erscheint irgendwo in den Meso-Bergland-Nachrichten. Okay. Kannst du dir heute Abend angucken. Und wie war das Spiel? Ja, es war super. War super. Ein scheiß Spiel, aber ein schönes Tor von Gomez, davon muss man sagen. Ja. Und das ist ja gut für den Anfang. Das ist ein guter Start. Ja, es war wichtig. Hätten wir das nicht gewonnen, hätten wir das ganze Turnier vergessen können. War super. Gomez, Astral.